dritter Position zu sehen, vor Ninas Lob an vierter Stelle, dahinter dann Task, vor Cantilena und Agneta an letzter Position. So sind sie Mitte gegenüber bereits angekommen. Scheimei mit der Führung unter Tommaso Scardino vor Trequin. Dann ist Stella an dritter Position unverändert zu sehen. Keine Positionsveränderung dahinter. Viertes Pferd bleibt Ninas Lob vor Task, vor Cantilena und Agneta an letzter Stelle. So sind die letzten Meter in der Gegenseite zu absolvieren. In zwei Spuren geht's in den Schlussbogen hinein. Die Führung bei Scheimei vor Trequin, dahinter Stella in dritter Position vor Ninas Lob, vor Tars, Cantilena vorletztes Pferd und an letzter Position Agneta. Im Schalten des Schlussbogens angekommen im großen Preis der Sparkasse Dortmund und die Führung bei Scheimei. Jetzt wird es flotter. Scheimei beim Steigerungslauf hier vorn vor Trequin. Drittes Pferd ist Stella an der Innenseite. Dichtes Ninas Lob außen dran mit Task innen daneben. Dahinter Cantilena und Agneta. So kommen sie in diesem Augenblick in die Zielgerade hinein. Scheimei führt die anderen in die Gerade hinein. Scheimei mit der Führung vor Trequin. Mehr in der Bahnmitte. Da geht die Lücke auf für Stella. Dahinter sehen wir Task an der Innenseite. Dahinter Ninas Lob weiter in der Bahnmitte. Voraus bleibt Scheimei. Scheimei auf die 300-Meter-Marke zu, ist voraus vor Stella. Scheimei, Stella, dann Trequin. An der Innenseite Task dicht dran. Hier kommt jetzt auch der Angriff von Cantilena, von Ninas Lob. Voraus ist Stella an der 200-Meter-Marke vorbei. Stella vor Scheimei. Jetzt kommt der Angriff von Task. Dann ganz außen Cantilena mit Trequin. Cantilena und Stella. Stella an der Innenseite und Cantilena. Stella gegen Cantilena und Stella gewinnt. Stella vor Cantilena. Dritter vor Task. Dann Trequin vor Scheimei. Und dann die anderen beiden mit Agneta in letzter Position.